Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben allen Grund zum Jubeln. Die Linke gehört zu den Gewinnern dieser Wahl in Hamburg. Wir haben in Hamburg nach dem Saarland das stärkste Ergebnis im Westen und sind sehr glücklich darüber. Und herzliche Gratulation an die Wahlkämpfer und Wahlkämpferinnen in Hamburg. Sie haben hervorragende Arbeit gemacht. Die Fraktion Die Linke hat in der Hamburger Bürgerschaft eine wirklich solide, gute Arbeit gemacht für soziale Gerechtigkeit und einige Punkte gesetzt. Das ist sicher eine Ursache für das tolle Ergebnis. Zweitens hat aber die Partei auch einen inhaltlichen Wahlkampf gemacht. Eine der wenigen Parteien, die einen wirklich inhaltlichen Wahlkampf gemacht haben, abseits von dem Wohlfühlwahlkampf der etablierten Parteien. Wir haben den Finger in die Wunde gelegt, das Thema Wohnungsnot, das Thema prekäre Arbeit, das Thema Armut in einer reichen Stadt zum Thema gemacht. Und dafür sind wir auch belohnt worden. Und die Linke hat einen engagierten Wahlkampf gemacht auf der Straße. Man konnte uns erkennen, wir waren zum Anfassen, wir waren in den Stadtteilen und haben die Menschen überzeugt. Die Linke ist da und hat ein tolles Ergebnis, darauf sind wir stolz. Ja, auch von meiner Seite ein Riesendankeschön an all jene, die uns in Hamburg gewählt haben und natürlich an unsere Wahlkämpfenden in Hamburg. Wir sind in Hamburg ungefähr halb so stark wie die CDU. Wir haben gezeigt, die Linke kann auch im Westen zulegen. Und das heißt, die Linke ist deutlich im Aufwind in Ost wie in West. Das heutige Ergebnis in Hamburg ist natürlich ein richtig guter Rückenwind für die weiteren anstehenden Wahlen, vor allen Dingen für die Wahlen am 10. Mai in Bremen, wo wir auch meinen, dass die Linke, die klar auf bezahlbaren Wohnraum, auf bezahlbaren Bus- und Bahnverkehr gesetzt hat und sich für sozialen Ausgleich stark macht, mit einem super Ergebnis aus diesen Wahlen hervorgehen wird. Noch einen etwas nachdenklicheren Ton. Auch bei diesen Wahlen ist die Wahlbeteiligung alles andere als rosig. Und ich finde, zeigt sich, Hamburg ist eine sehr sozial, sehr gespaltene Stadt. Und es steht zu befürchten, dass sich in Hamburg das wiederholt, was sich in vielen anderen Ländern schon gezeigt hat, dass gerade Menschen mit niedrigem Einkommen, Menschen, die besonders betroffen sind von politischen Auswirkungen, nicht zur Wahl gegangen sind. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe, die vor allen Parteien und ganz besonders für uns als Linke steht. Ja, wir eröffnen die Feier und wir haben allen Grund zu feiern.